make it better. Do it faster, makes us stronger than ever. Hey, in diesem Video werde ich euch zeigen, wie man ein Parallelogramm macht, zeichnet und was das eigentlich mit dem Dreieck zu tun hat. Wie man den Umfang misst und natürlich die Fläche berechnet. Viel Spaß und ich hoffe, ihr versteht mich. Zuerst mal, was ist ein Parallelogramm? Ein Parallelogramm ist zwei einander gegenüberliegende Seiten, die genau parallel sind. Das heißt, sie sind genau im gleichen Abstand zueinander. Das gleiche ist auf dieser Seite. Meistens hat auch ein Parallelogramm einen rechten Winkel, was man hier sieht. Wie entsteht ein Parallelogramm? Erstens, zeichne ein beliebiges, wie du willst, ein beliebiges Rechteck. Dann mach irgendeinen Strich. Du kannst ihn so machen, so. Du kannst auch einen ganz schrägen machen. Einfach, es muss hier oben sein. So geht natürlich nicht. Dann schneide diese Seite dann sozusagen wegschneiden. Dann sieht das dann so aus. Wenn du diese Seite weggenommen hast, kehre sie um und füge sie umgekehrt hier auf das andere Ende hinzu. Tada! Hier ist dein Parallelogramm. Die zweite Variante ist eigentlich ganz einfach. Man zieht hier eine Linie und macht einfach ihren Strich. Der muss schräg sein. So. Dann zieht man eine möglichst gerade Linie, einfach so lang, wie man will. Dann misst man diese Linie da unten ab und tragt sie auf diese Linie da oben hin. Und dann misst man eben nochmal die Linie ab, wie viel Zentimeter, zeichnet den Punkt ein, macht den dickeren Strich und verbindet dann diese zwei. Wie ich mir gesagt habe, kann man aus einem Parallelogramm ein Dreieck machen. Dazu braucht ihr ein Geodreieck. Es ist eigentlich im Prinzip ganz einfach. Ecke zu Ecke und dann verbinden. Tada! 1, 2. Und wenn man natürlich mehr möchte, möglichst in der Mitte, wenn ihr wollt, muss nicht unbedingt sein. Und schon wieder. 1, 2. Hier habe ich euch aufgezeigt, wie man den Umfang eines Parallelogramms berechnet. Im Prinzip ist es genau das gleiche wie beim Rechteck oder Quadrat. Also nicht beim Quadrat, aber lass mich das mal. Man rechnet b mal 2, das heißt 4 mal 2 gleich 8. Und dann noch das mal das, das heißt a mal a. Das heißt, 2 cm mal 2 gleich 4 und zusammen gibt es dann 12. Das ist der Umfang von diesem Parallelogramm. Und der Inhalt ist eigentlich noch einfacher. Man schneidet dieses Stück da ab, so wie ich es gerade gemacht habe. Man denkt sich, wir sagen, das da weg, macht einen dünnen Strich. Jetzt bitte mit Bleistift, nicht so wie ich mit Kugelschreiber. Und dann macht man wieder daraus ein Rechteck. Und dann bricht man den Inhalt wieder. Whoa, oh,